Hallo, ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit für einen Vlog. Und wie man sieht, sitze ich auf einer Schaukel im Dämmerlicht auf einem Spielplatz. Ich habe heute das Glück, dass ich ganz alleine bin, ohne Kind. Mein Mann hat sich den Kleinen geschnappt und ist irgendwohin mit ihm verschwunden. Habe keine Ahnung wohin. So, ich habe ehrlich gesagt keine große Ahnung, was so alles passiert ist, seit ich das letzte Mal gesprochen habe. Aber ich kann ja mal ein bisschen davon erzählen, was so vor kurzer Zeit passiert ist. Zuallererst hatte ich die Grippe, die richtige Grippe. Ich habe zwar eine Impfung bekommen, aber Impfung hilft nicht unbedingt immer dagegen, dass man gar keine Grippe bekommt. Häufig macht es den Verlauf nur einfacher. Ob mein Verlauf nun einfacher war oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat es mich einen Tag wirklich dahin gerafft. Ich hatte das große Glück, dass der Kleine nicht krank geworden ist. Mein Mann ist auch nicht krank geworden. Nur ich. Das bedeutet, dass mein Mann dann den Lütten in den Kindergarten gebracht hat und ich zu Hause schlafen konnte. Hat mich jetzt allerdings auch wieder 3 Arbeitstage gekostet. Ich hoffe, sie reichen für dieses Jahr. Der Kleine ist zum Glück nicht mehr ganz so häufig krank. Ja, es hat mich einige Zeit gekostet, auch nachdem das Fieber runtergegangen ist, wieder komplett auf die Höhe zu kommen. Mein allererster Arbeitstag war allerdings gleich auf der Baustelle. War zum Glück nicht allzu schwere Arbeit, aber schön war es trotzdem nicht. Ja, und inzwischen gesundheitlich geht es mir eigentlich wieder. Na, ist nicht mehr die Grippe, ich habe jetzt wieder irgendwas anderes, keine Ahnung. Frühjahrsmüdigkeit oder so. Weil wir haben jetzt seit ganz, ganz kurzer Zeit wunderschönes Wetter. Es ist warm tagsüber, vor allem in der Sonne. Ja, es freut mich. Ich hasse die Kälte und ich bin schon ganz scharf drauf, Parks und Gärten unsicher zu machen am Wochenende. So, blocktechnisch ist jetzt wirklich das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich habe einige Rezensionsexemplare bekommen, beziehungsweise ich wollte sie lesen für die Arbeit. Und das tue ich auf der Bahnfahrt. Und früher habe ich auf der Bahnfahrt Blog geschrieben. Die Zeit fällt jetzt weg und jetzt gehen mir langsam die Blogbeiträge aus. Deswegen gibt es momentan nicht mehr allzu häufig Updates. Aber manchmal, wenn ich einfach zu müde bin, um zu lesen, die Bücher sind auf Englisch, da fallen mir eher mal die Augen zu, dann schreibe ich doch noch mal das ein oder andere. So, ich habe gerade eine Nachricht von meinem Mann bekommen. Er geht in einen Supermarkt. Könnte ich ja mal mich ein bisschen auf den Weg machen, ihm entgegengehen. Seht ja auch ein bisschen was von meiner direkten Nachbarschaft. Wobei das nicht allzu spannend ist. Block, wo war ich stehen geblieben? So, ja, also ich bemühe mich mal zwischendurch ein bisschen immer was zu schreiben. Mal gucken. Momentan gehen mir die Bahnlinien ein bisschen auf den Senkel. Ich bin zwar in der Zwischenzeit mit einigen gefahren und habe ein paar Informationen gesammelt, aber keine Lust, die zu schreiben. Weil es dann doch wieder einiges an Recherche erfordert, um wirklich alles abzudecken. Nochmal zu den Rezensionsexemplaren. Das ist Fachliteratur.
also richtig mit Quellenangaben für die Textstellen. Zum Teil leider, das war mein Speicherplatz voll. Also zu den Rezensionsexemplaren werde ich später hoffentlich noch ein bisschen mehr schreiben. Zuerst mal werden die Texte auf Englisch auf meinem Arbeitsblog veröffentlicht, weil ich die Bücher dafür hauptsächlich bestellt habe. Das bedeutet auch, dass ich natürlich nur möglichst Bücher in Bezug auf japanische Gärten rezensiere. Ich bekomme häufiger mal Anfragen, allgemeine Literatur mit Japan-Bezug, sei es nun Romane oder sonst was. Das mache ich eher ungern, weil ich einfach die Zeit in der Bahn zum Blogschreiben nutzen möchte und nicht zum Lesen. Ich bin jemand, ich lese unglaublich gerne, ich liebe Bücher, aber ich habe mich eigentlich komplett auf Hörbücher verlegt. Hörbücher, die kann ich nebenbei hören, die kann ich zum Einschlafen hören, die kann ich beim Abwaschen hören, die kann ich begrenzt auch bei der Arbeit hören. Und das ist einfach eher etwas für mich und für meinen zeitlichen Rahmen, den ich habe dafür. Ja. So. Ich hatte heute, das ist nicht so interessant, aber ich hatte heute ein wunderbares Erlebnis. Seit Chibi Mamo-chan geboren wurde, hat er nie ordentlich geschlafen. Ich hatte immer große Probleme. Er hat zwar nachts geschlafen, aber tagsüber nicht. Ich musste eigentlich die ganze Zeit mit ihm rumrennen, in der Trage und auch im Kinderwagen später. Und inzwischen ist es so, dass ich ihn mittags zwar auch zu Hause hingelegt bekomme, aber es dauert einfach unglaublich lange, bis er einschläft. Und heute hatten wir ein ganz tolles Erlebnis. Wir waren im Park, hat eigentlich nicht mehr gespielt als sonst, ist nicht mehr rumgelaufen als sonst. Sind wir nach Hause gekommen. Mein Mann hat für den Kleinen gekocht, der Kleine hat es gegessen. Und beim Nachtisch, es gab Leibniz-Butterkekse, da fielen ihm schon die Augen zu. Habe ich ihn auf meinen Schoß genommen und irgendwann rutschte der Keks aus seiner Hand. Aber die Hand ging weiter zum Mund, aber die Augen waren schon zu. Er ist auf meinem Schoß eingeschlafen und ich konnte ihn ganz einfach im Schlafzimmer auf seine Matratze legen. Ich hoffe, dass das jetzt häufiger mal so passiert. Ich glaube noch nicht unbedingt dran, aber man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Nachts ist es immer mal so, mal schläft er ganz gut, mal nicht. Momentan schläft er ganz gut, aber lässt mich dabei nicht schlafen, weil er leider mir immer auf die Pelle rückt. So dass ich mich überhaupt nicht mehr bewegen kann und eigentlich mehr die Hälfte der Nacht wach neben ihm liege, als zu schlafen. Aber das ist ja alles nur vorübergehend. Auch er wird irgendwann schaffen, alleine auf seiner Seite des Zimmers zu schlafen. So. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es ist jetzt schon sehr, sehr dunkel. Hier blühen die Pflaumenbäume schon. Das ist mal die wunderschöne Saisonbepflanzung. Genauso schön wie in Deutschland. Da haben wir die Pflaumenbäume. Es war ein wunderschön großes Areal. Ich weiß nicht genau, was es hier war, was ja, Pflanzen verkauft, Bäume verkauft, vielleicht auch Obst und Gemüse, ich habe keine Ahnung. Ist aber schon dicht, seit ich in dieser Gegend wohne. Und die verkaufen jetzt nach und nach langsam ihr gesamtes Grundstück. Und da werden Häuser drauf gebaut, die leider unglaublich dicht an dicht, also unglaublich dicht zusammenstehen, sich gegenseitig das Licht nehmen. Man kann eigentlich
wieder mal auch hier dann die Fenster, also die Gardinen nicht öffnen, wenn man nicht möchte, dass der Nachbar reingucken kann. So. Deswegen, mal davon abgesehen, dass die finanzielle Lage es nicht zulässt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals hier in Tokio ein Haus haben möchte, wenn das so unglaublich dicht ist. Das ist wirklich, mal sehen. Hier geht's noch. Das ist die gute Seite. Da ist jeweils ein Meter auf beiden Seiten zur Grundstücksgrenze. Also das ist noch luxuriös. Es gibt natürlich auch Orte, da stehen die Häuser nur 60 cm von der Grundstücksgrenze entfernt und in manchen Bereichen von Tokio. Das ist je nach Bezirk unterschiedlich. Die Regelung können die Häuser sogar direkt an die Grundstücksgrenze gebaut werden. So, hier ist ein kleiner Park, der wird natürlich bleiben. Ist auch voll mit Pflaumenbäumen. Leider sieht man jetzt auch schon, das hier war ein Stück Land von der Stadt mit vielen, vielen Bäumen drauf und so dunkel. Auch hier ist es inzwischen so, dass es bebaut werden wird. Bin mir nicht sicher, was dahin kommt, aber es wird nicht schön. In dem großen Haus da vorne, das wurde auch gerade neu gebaut, ich glaube vorletztes Jahr oder so beendet, wohnen Kunden von uns, von meiner Firma. Und die haben uns erzählt, dass sie es so toll finden, dass sie hier aufs Grüne runtergucken. Die werden sich jetzt auch freuen, dass ihnen da ein Haus vor die Nase gesetzt wird. Kann halt hier wirklich nie sicher sein. Du kaufst dir eine schöne Wohnung, wo du quasi am höchsten bist und auf alle anderen herabblickst. Sprich, du hast ein bisschen Privacy, Privatsphäre. Du kannst deine Sonne, deine Wäsche gut in der Sonne trocknen. So, und dann wird das Haus vor dir abgerissen und sie setzen eins hin, das größer ist als deins. Die Leute können dir in deine Wohnung gucken und sie nehmen dir gleichzeitig die Sonne für deine Wäsche. Das ist man nicht gefeit vor, leider. So. Wie man sieht, hier sind wunderbar alles Einfamilienhäuser. In sowas wohnen wir nicht. Ihr seht überhaupt was. Ich kann das Handy nicht so hochhalten und von oben filmen, weil mein Arm lahm wird. Ja, eigentlich habe ich auch schon genug geplappert. Eigentlich könnte ich mal aufhören zu reden. Es gibt eh nichts wirklich Spannendes mehr, außer dass hier das Buch, das ich gerade lese für eine Rezension, das nennt sich Roji. Roji sind kleine Wege, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagen soll, kleine Wegchen, die eigentlich nur von den Nachbarn drumherum genutzt werden. Und es gibt halt viele Leute, die da gerne durchlaufen. Touristen, aber auch so Ausländer, die in Tokio wohnen, die gerne erkunden. Und ich muss gestehen, ich gehöre auch dazu. Hier kenne ich sie natürlich inzwischen alle. So, gehen wir mal hier rum. Hier kommen wir zu einem Grundstück, das ich glatt kaufen würde. Wenn ich denn Geld hätte. Hier stand ein wunderschönes japanisches Haus mit großer japanischer Kiefer davor. So, abgerissen, hier sehen Sie jemanden. Da könnte ich mir sogar vorstellen. Wie gesagt, kann man nicht bezahlen. So, okay. Ich finde, ich habe genug geplappert. Ich sag dir mal wieder tschüss, bis keine Ahnung wann. Bye bye.